Besuch aus dem fernen Schottland. Hole Stanley bitte vom Schiff ab. Dein Neffe war noch nie auf Reisen und kennt bisher nur die Einsamkeit unserer schottischen Berge. Deine dich liebende Schwester Genoveva. PS, der Bub hat nur eine einzige Schwäche. Hübsche Mädchen. Sobald er eines sieht, verliert er den Verstand. Passe also gut auf ihn auf. Also, mein Junge, gute Reise noch und viel Spaß bei deinem Onkel. Mach's gut, mein Junge. Tja. Hey, Sie sind noch nicht ärztlich untersucht. Sagen Sie mal A. 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 Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, so spät ist es schon, da werde ich meinen Onkel verpassen. Sie sind ein Rennvieh. Der ist vielleicht dämlich, was? Husten Sie mal. Haben Sie Läuse? Nehmen Sie den Deckel ab. Unverschämtheit. Was erlauben Sie sich? Kratzen Sie sich an Ihrem eigenen Kopf. Unverschämter Kerl, heben Sie meine Mütze auf. Ja, das ist so dämlich. Ja, das. Sind Sie geimpft? Seien Sie mal her. Los, machen Sie keine Faxen. Nein, dann nicht. Ah, Sie sind an dem Schenkel geimpft. Kommen Sie mit. Hört auf. Nach dieser peinlichen Prozedur fällt dem armen Fremdling das Foto von Onkel Olli ein, das ihm seine Mami mitgegeben hat. Onkel Olli! Ach du meine Güte. Das ist eine Überraschung. Mein Neffe. Ein Knabe im Weiberrock. Und was hat Genoveva mir da geschrieben? Er kennt bisher nur die Einsamkeit unserer schottischen Berge. Und der Bub hat nur eine einzige Schwäche. Stanley? Merke dir eins, mein Junge. Hier wird nicht rumgehopst wie im Urwald. Nun komm schon. Ich mache mich hier mit dir in diesem Aufzug lächerlich. Du bleibst jetzt immer einige Schritte hinter mir. So, nun komm. Es ist nicht zu fassen. Du sollst doch immer einige Schritte hinter mir bleiben. Komm. Was habe ich gesagt? So ist es richtig.
Stanley! Wo treibst du dich rum? Nimm gefälligst auf meine Nerven Rücksicht. Wir sind hier nicht im Urwald. Was gibt es denn zu gaffen? Haben Sie noch nie einen Schotten gesehen? Lass das gefälligst. Verschwinden Sie! Lachen Sie nicht. Sorgen Sie lieber dafür, dass mein Neffe nicht dauernd belästigt wird. Wir sind nicht im Urwald. Du bleibst hier stehen. Herr Wachtmeister, sehen Sie sich das an. Alles steht und glotzt. Als ob ein Schotte nicht ein ganz normaler Mensch wäre wie jeder. Ich werde noch verrückt. Ach du meine Güte. Verschwinde! Herr Wachtmeister, dieser Junge ist mein Neffe. Er ist völlig fremd hier. Komm mit. Oh, mein Rock. Gehen Sie doch woanders, meine Herrschaft. Und du hörst auf mit dem Unfug. Sie sollten sich verschämen. Erwachsene Menschen wollen das sein und benehmen sich wie die Dings da, wie die Ziegen, jawohl, wie die neugierigen Ziegen. Huch. Aber meine Herrschaften, hier gibt's doch nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Verdammt nochmal! Gehen Sie bitte weiter und lassen Sie uns jetzt in Ruhe. Jetzt reicht's mir aber. Pack das weg. Komm, wir gehen jetzt endlich nach Hause. Und Ihnen wird das Glotzen schon noch vergehen, das kann ich Ihnen sagen. Wir sind hier nicht im Urwald. Was? Keine Hose? Unglaublich. Ich begreife das nicht. Lass den verdammten Rock unten! Hallo, ihr Höschen. Du bleibst hier stehen und wartest. Ich bin gleich wieder da. Ich danke, mein Herr. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Zieh das an. Aber nicht hier. Wir sind doch nicht bei den Zigeunern. Geh um die Ecke und zieh dich an. Was sagen Sie dazu? Diese Schotten. Es ist unmöglich. Aber jetzt ist Schluss. Ich sorge dafür, dass er sofort richtige Hosen bekommt, Herr Wachtmeister. Richtige lange Hosen kriegt der Junge jetzt. Da kenne ich kein Pardon. So, so. Oh. Ah, verdammter Mist! Entschuldigen Sie bitte. Nun ist aber Schluss. Kurze Zeit später werden dem jungen Schotten die ersten Hosen seines Lebens angemessen. Aus dem Steinzeitmenschen im Weiberrock soll jetzt endlich mal ein kultivierter Mensch werden. Du wirst dich in den Hosen wie neu geboren fühlen. Ah! So einer ist das. Bitte, würden Sie sich wieder hierher stellen, damit ich Ihre Maße nehmen kann? Es kitzelt ihn so. Stanley, nun hör mal gut zu, mein Junge. Ja. Der Herr muss unbedingt die Länge deiner Beine messen. Sonst kann er dir doch keine Hose machen. Verstehst du? Jetzt sei mal schön artig und stell dich wieder auf das Podest. Oh! Nein! Nun hab dich doch nicht so. Komm her, ganz ruhig. Ich erzähle dir jetzt mal eine kleine Geschichte. Also, da war mal ein Mann, der wollte unbedingt und...
Nein, ich will nicht. Nein. Geben Sie her. Pass mal auf. Wir gehen jetzt ganz ruhig zum Podest. Der soll weggehen. Weg. Weg. Ah, nein, nein. Nein. Wir müssen den Überraschungseffekt anwenden. Nein, 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 ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Also, nein, lass mich. Hilfe. Nein. Aua, wo lassen sich schon meine Knochen los? Wo ist denn der Kerl? So, jetzt mach ich aber kurzen Prozess. Hilfe! Mami! Hilfe! Oh, Hilfe! Hilfe! Mami! Hilfe! Ach, ist das ein Verrückter. 88 im Schritt. Ach ja, mein Neffe. Das sage ich alles meiner Mami. Nun reg dich nicht auf. Hier, sieh mal. Eine schöne, neue, lange Hose. Die ziehst du jetzt an. Da drüben. Das ist ein Junge. Wissen Sie, meine Schwester, die hat ein gutes Herz. Die hatte den... Ja, also, die hat den Jungen meines Erachtens viel zu... Bitte schön. Bitte. Komm. Sie sind sehr liebenswürdig, mein Herr.
Also, das ist doch jetzt... Los! Was habe ich dir vorhin gesagt? Du sollst auf deinem Platz bleiben, verdammt nochmal! Ach, halt den Rand! Möchtest du die Dame wirklich kennenlernen? Hallo! Verzeihen Sie, darf ich mir erlauben, Ihnen meinen Neffen vorzustellen? Au! Oh. Gestanden? Ein alter schottischer Brauch. Ein alter schottischer Brauch. Moment. Ein alter amerikanischer Brauch.